Ja, heute die zweite Auflage vom Suzuki Family Wandertag. Wir haben uns in der Früh in der Flacher unten getroffen, noch ein bisschen bei kaltem Wetter und sind dann losgewandert den Weg der guten Wünsche. Und diese Wanderung dauert so circa 2 Stunden und man hat da verschiedene Programmpunkte, wo man stehen bleibt, wo man sich ein bisschen innehaltet auch, wo wir die schöne Natur genossen haben. Das Ganze haben wir mit unserem Kooperationspartner mittlerweile seit 10 Jahren, die Hermann Mayer Skischule. Und mit der Familie Mayer sind wir da heute raufgewandert, haben jetzt ein gemütliches Essen, ein gemütliches Beieinandersein und werden dann wieder gemütlich runterspazieren. Super nette Leute aus allen Altersgruppen von 6 bis 76, glaube ich, ungefähr. Und alle sind von Flacher diesen guten Wünschenweg gut aufgewandert. Man kommt dann richtig schön auf die Lichtung raus, sieht dann schon das Dachsteingebirge. Wir sehen auch dann hinter uns die Bischofsmütze, dieses wunderschöne Panorama vom Sattelbauer, wo wir uns dann eintroffen haben für ein gutes Essen, für eine Stärkung. Zusätzlich haben wir ein Bogenschießen. Heute für mich wieder ein unvergesslicher Tag da bei uns im Flacher. Ja, großartiges Wetter, tolles Essen und richtig feine Leute. Eine super Route, wirklich zum Genießen. Einfach ein super Tag mit der Suzuki Family. Da wir ja auf 100 Personen begrenzt sind bei unserer Wanderung, war es schon gut, wenn ihr euch rechtzeitig anmelden würdet, weil wir sind immer innerhalb von 1-2 Tagen sind wir total ausverkauft. Und daher anmelden, nächstes Jahr, September, Oktober, gibt es sicher wieder den 3. Wandertag von Suzuki und der Skischule Hermann Mayer. Also seid dabei. Hat heute ganz viel Spaß gemacht.